Hallo, ihr lieben Leseratten, und herzlich willkommen zu dieser kleinen Buchvorstellung. Diesmal geht's um Ich gehöre ihm von Angela Gilges, die auch am Drehbuch beteiligt war zu dem Film, der schon ein bisschen eher rauskam. Diesen Film hatte ich schon dreimal vorher gesehen. Den gab es lange Zeit in der Arte, nee, nicht Arte, ZDF, ARD. In der Mediathek auf jeden Fall. Das erste ist ARD-Mediathek. Unterteile ich ihn mal. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, warum ich ihn eigentlich gesehen hatte. Ehrlich gesagt, ich bin irgendwie darauf aufmerksam geworden und hat mir dann angeschaut. Und war tatsächlich sehr überrascht gewesen, wie sehr mir der Film gefallen hatte. Wie sehr er mich mitgenommen hatte. Denn ich stehe eigentlich nicht so sehr auf deutsche Filme. Aber es gibt so gewisse Genres, die können die Deutschen ganz gut, und so Dramen gehören definitiv dazu. Und deswegen, als ich dann gesehen habe, dass es dazu ein Buch gibt, wollte ich dem Ganzen natürlich mal eine Chance geben, hat es auf meinen Wunschzettel genommen und jetzt praktisch auch gelesen. Ich war dabei etwas skeptisch, ob mir das Buch mehr geben würde oder genauso viel geben würde wie der Film. Da es hinterher rauskam, bin ich davon ausgegangen, dass praktisch nur die Handlung des Films nochmal neu erzählt wird oder ja, eben einfach nochmal wiedergegeben, was in dem Film alles passiert ist. Was prinzipiell auch so stimmt, also es gibt nicht viele Sachen, die sich unterscheiden zwischen den beiden Dingen, aber in Buchform hat das Ganze noch ein anderes Gefühl, einen ganz anderen Einfluss auf dein Denken. Es gab einige Sachen, die im Film anders rübergebracht wurden, die dann hier in Buchform wahrscheinlich besser rüberkommen, fand ich zumindest. Ich werde erst mal sagen, was es geht. Also, Ich gehöre ihm handelt von Caro. Caro erzählt uns am Anfang des Buchs von einem Sommer in ihrem Leben, wo sie sich unsichtbar gefühlt hat. Ihre Eltern haben im Moment nur Geld im Kopf. Der Vater hat sich selbstständig gemacht mit einer Werkstatt und die läuft wohl nicht so richtig. Die Familie muss die ganze Zeit immer schauen, wo sie noch Geld rausholen können. Die Waschmaschine geht kaputt, sie haben sehr viele Probleme im Moment. Also haben die Eltern wenig Zeit, sich tatsächlich um Caro zu kümmern. Ihr großer Bruder Jonas interessiert sich im Moment nur für Computerspiele und seine Kumpels. Also ist auch der nicht wirklich irgendwie für sie da. Und die kleine Schwester ist im Moment pferdeverrückt und hat jetzt ihre ersten Freunde in der Schule so richtig gefunden. Also Caro hat das Gefühl, dass sie für alle Menschen in ihrem Leben praktisch unsichtbar geworden ist. Sie fühlt sich fremd in ihrer eigenen Familie. Die einzige, die irgendwie zuhört, ist ihre beste Freundin Lara. Und mit ihr zusammen feiert sie dann auch, dass sie Kapitänin der Volleyballmannschaft wird. Die beiden gehen Fastfood essen irgendwo in der Stadt. Und dort lernt sie Nick kennen. Und Nick scheint sie zu sehen. Er ist ein sehr gut aussehender junger Mann, sehr anziehend, sehr höflich. Und er ist irgendwie alles, wovon Caro jemals geträumt hat. Und statt durch sie durchzublicken, wie alle anderen es machen, hat sie eben das Gefühl, er sieht, wie sie wirklich ist und er akzeptiert sie, wie sie wirklich ist. Und die beiden kommen sich sehr schnell sehr viel näher. Es entwickelt sich da eine sehr enge Bindung zwischen den beiden, zumindest eine sehr enge Bindung von Caro zu Nick, der ihr irgendwie alles gibt, wovon sie jemals geträumt hat. Und ihr einfach das Gefühl gibt, geliebt zu werden. Es ist so ihre erste große Liebe. Sie kann gar nicht so richtig fassen, dass er ihre Gefühle erwidert. Und sie weiß auch gar nicht so richtig, wie sie anfangs damit umgehen soll. Aber ja, je mehr sie sich natürlich in ihre Gefühle reinsteigt, umso mehr ist dann auch die Angst da, Nick wieder zu verlieren. Womit Nick teilweise auch sehr, sehr stark spielt, ehrlich gesagt. Denn seine Gefühle sind tatsächlich nicht wahr.
Leider merkt Caro das aber sehr, sehr, sehr spät. Als Nick Caro erzählt, dass er Schulden hat bei jemandem, möchte sie ihm natürlich helfen. Und Nick sagt, das Einzige, was sie tun kann, wäre, für ihn anschaffen zu gehen. Und er möchte das auch überhaupt nicht. Aber es ist das Einzige, was die anderen akzeptieren würden, bei denen er praktisch diese Schulden hat. Ja, und das ist so der Anfang vom Ende. Caro sagt dann natürlich, dass er das machen wird. Und wird gefangen in diesem Strudel von natürlich Angst davor, Nick zu verlieren. Dann diese ganzen Männer, mit denen sie schlafen muss. Sie fühlt sich wieder sehr allein gelassen von allen. Der Einzige, den sie ihrer Meinung nach noch hat, ist Nick. Und ja, sie geht so eine Abhängigkeit ein zu ihm, ganz einfach, aus der sie dann nicht mehr wieder rauskommt, wo sie dann keinen Ausweg mehr sieht. Niemand versteht sie mehr, auch Lara nicht. Caro hat immer mehr schlechte Laune, wodurch Lara sich von ihr entfernt. Lara macht dann Sachen mit anderen Leuten. Und immer wenn sie Caro trifft, dann merkt man, dass das Verhältnis zwischen den beiden sich sehr, sehr stark gewandelt hat innerhalb von kürzester Zeit. Und natürlich in der Familie merken ihre Geschwister und ihre Eltern, dass irgendwas mit Caro nicht stimmt. Aber sie lässt auch niemanden mehr an sich ran, einfach. Sie ist der Meinung, dass sie mit niemandem darüber reden könnte, was sie gerade durchmacht, was sie erlebt hat. Und wir haben ja eine extra Person in diesem Buch, die es im Film nicht gibt. Oder es ist der Jonas, also Caros älterer Bruder, der einige Sachen erlebt, die im Film praktisch ihr Lehrer durchmacht. Und da haben wir auch tatsächlich gegen Ende des Buchs hin ein paar Szenen, die aus Sicht von Jonas geschrieben sind, wodurch wir einen Einblick bekommen in seine Gedanken, denn er sieht Caro zufällig, als sie am Strich steht, und wird damit mit reingezogen in die ganze Geschichte. Wir sehen, wie er damit umgeht, wie er diese Gedankengänge, die vorher schon da waren, warum Caro so anders geworden ist, wie er dann diese Fäden zusammenzieht und versteht, was mit ihr eigentlich passiert ist, gleichzeitig aber auch sehr stark eingeschüchtert wird von Nick, wodurch er dann auch nicht irgendwie sagt oder tut oder unternimmt, und auch nicht weiß, wie er Caro eigentlich helfen soll und auch nicht weiß, ob er ihr überhaupt helfen sollte, weil er eben so Angst kriegt vor diesem Nick. Und er versteht, dass sie Angst vor dem Nick hat, gleichzeitig aber auch Angst hat, diesen Nick zu verlieren. Es war ein sehr, sehr großer Strudel aus verschiedensten Emotionen, hauptsächlich ich komme jetzt gerade nicht drauf. Auf jeden Fall sehr, sehr viel Trauer natürlich, sehr viel Angst, auch sehr viel Wut. Also Caro staut sehr viel Wut auf in ihrem Bauch im Laufe der Zeit, was dann auch zu einigen Eskapaden führt. Und Ausweglosigkeit ist das Wort, was ich vorhin gesucht habe. Jetzt habe ich es gefunden. Eine sehr, sehr großes Gefühl von Ausweglosigkeit und Ohnmacht einfach. Ja. Genau. Das ist so das, worum es in dem Buch geht. Und auch in dem Film, wie gesagt, den ich auch sehr, sehr empfehlen kann, ehrlich gesagt. Also ich habe jetzt schon wieder 20 Mal ehrlich gesagt. Das Buch handelt natürlich, wie gesagt, von sexueller Gewalt und dem Treiben von Loverboys. Also Männern, die Frauen näher kommen, um sie dann in diesen Strudel aus Zwangsprostitution reinzuziehen. Ich habe vorher, glaube ich, noch kein Buch in dieser Art gelesen. Ich fand es wahnsinnig, wahnsinnig lesenswert, ehrlich gesagt. Ich bin an 2 Tagen durch das Buch durchgeflogen. Der Schreibstil war sehr, sehr packend, obwohl ich, wie gesagt, die ganze Story schon kannte.
Es gibt zwischendrin einige Kapitel oder einige Abschnitte, die nicht aus der direkten Sicht von Caro geschrieben sind, im Gegensatz zum Rest des Buchs. Es handelt sich dabei um die sexuelle Gewalt, die sie teilweise, Entschuldigung, die teilweise mitgeteilt wird, aber eben nicht aus ihrer Sicht, sondern aus Sicht eines Erzählers, der von oben auf die Szenerie hinabblickt, was diesen Szenen so eine Kälte gegeben hat, so eine Gefühlskälte, die wahrscheinlich zeigen sollte, wie Caro versucht hat, sich in dem Moment abzukapseln und nicht mehr sie selbst zu sein, weil sie die Situation jetzt eh nicht mehr ändern konnte, dass sie einfach versucht hat, in dem Moment nicht dabei zu sein und nicht sie selbst zu sein, einfach alles auszublocken aus ihrem Kopf. Ich denke, dass diese Szenen, die haben mich sehr mitgenommen, gebe ich ganz ehrlich zu. Dadurch, dass sie so kalt geschrieben wurden, dass wir Karos Emotionen in dem Moment nicht miterlebt haben, sondern einfach nur hingeworfen bekommen, was in dem Moment passiert. Ich glaube, diese Szenen haben mich am meisten mitgenommen. Und ja. Ansonsten, wie gesagt, fand ich auch die Szenen aus Sicht von Jonas sehr spannend, ehrlich gesagt, weil das war ja eine Perspektive, die ich aus dem Film so noch nicht kannte. Und die hat mir ehrlich gesagt sehr gut gefallen. Das Buch allgemein kam mir sehr authentisch vor. Ich habe sehr, sehr stark mitgelitten und ich kann es wirklich nur empfehlen. So, das Buch ist aus dem Verlag Oettinger. In Zusammenarbeit mit Das Erste natürlich. Und es kam im Jahre 2019 raus. Ich weiß nicht mehr, wann der Film rauskam. Ich habe es vergessen nachzugucken. Aber wenn ich dran denke, schreibe ich es unten drunter. Aber ich weiß nicht mehr ganz genau. Und es hat insgesamt. Das war noch was anderes. Das ist noch ein Nachwort. Stimmt. Es hat insgesamt 296 Seiten, also fast 300 Seiten. Und ich hatte es, wie gesagt, an 2 Tagen durch. Es ging mir sehr an die Materie, aber es war sehr packend geschrieben. Und hat mir auch tatsächlich wirklich sehr viel gegeben. Es kann hundertprozentig mit dem Film mithalten. Im Gegenteil, ist wahrscheinlich natürlich sogar noch besser als der Film, obwohl es hinterher geschrieben wurde, was immer ein bisschen merkwürdig ist. Immer noch so als dieser Gedankengang. Aber ich denke, Angela Gilges hat da sehr große Arbeit geleistet. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das Buch kostet 9 Euro. Und ich glaube, ich habe auch den vollen Preis dafür bezahlt. Ja, ich habe den vollen Preis dafür bezahlt, habe ich extra reingeschrieben. Also 9 Euro, ich habe das nicht gebraucht gekauft, sondern neu. So. Okay, gut, dann würde ich sagen, war es jetzt von meiner Seite. Und wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche bei der nächsten Buchvorstellung. Bis dann.